So, und dann oben auf Vorlesung live ansehen. Also oben auf der Seite, ja genau. Das ist hat das? Die HTML5-Version. Links? Falsch. Alles andere links. Die, ja. Genau, so, ja, das bin ich, genau. Gut, also wer jetzt diese Cardboard-App hat, ich hoffe, dass die Bildwiederholfrequenz reicht aus, und guckt durchs Cardboard und sieht trotzdem zwei von diesen Figuren statt eine, dann muss man die Abstände zwischen Augen, Cardboard und Linse neu einstellen, und das geht leider ausschließlich mit einem QR-Code. Es gibt also kein Programm, womit man irgendwo bei Einstellungen Zentimeter oder so eingeben kann, und dafür gibt es diesen Google Viewer Profile Generator. Adresse steht hier oben, google.com, Cardboard Viewfile, Viewer Profile Generator. Also wenn man nach Profile Generator sucht oder nach Cardboard Einstellungen, findet man den. Und dort trägt man für das eigene Cardboard die richtigen Daten rein. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man da dran? Es ist ganz einfach so, man fängt mit den Defaults an, ändert immer einen Wert, scannt dann den QR-Code ab, der da rauskommt, bei Generate Profile, ja, da erzeugt er so einen QR-Code. Der wird dann mit Hilfe von der App, die erscheint, wenn man in der Mitte auf Einstellungen klickt bei den Cardboard-Apps, so, müsste gleich zu sehen sein. So, da ist ja unten in der Mitte dieser Einstellungsbutton, immer auf dem zweigeteilten Bildschirm. Und wenn man da drauf geht, dann gibt es nur diesen einen Konfigurationspunkt Setup. Und wenn man den anklickt, bekommt man angezeigt, im Moment ist der Default Viewer eingestellt. Ja, und dann mit einem Klick auf Switch Viewer kann man einen QR-Code abscannen. Ja, find this symbol on your viewer ist auch der Hinweis. Wenn man den richtigen QR-Code gefunden hat, dann sollte man ihn tatsächlich auf die Brille aufkleben. Ich scanne den jetzt also mal ein. Plöpp, der meldet sich dann auch gleich und sagt, er hat gefunden Cardboard von Michael. Also man kann dem auch einen Namen geben, dann kann man es anhand des Namens identifizieren. Und jetzt stimmt der Augenabstand und Abstand zum Bildschirm, dass die beiden Bilder sich richtig überlagern, speziell für dieses Cardboard, speziell für dieses Smartphone. Ja, ist ein bisschen aufwendig, erst den QR-Code zu generieren, aber wenn man den mal hat, ja, dann kann man ihn einfach hinten auf die Brille draufkleben. Ja, das ist der für das OnePlus One. Und auf der anderen Seite habe ich noch den Originalen von Google, der hat bisher bei keinem Smartphone bei mir funktioniert. Nein, nur vom Abstand der Linsen vom Bildschirm und halt sehr stark von der Bildschirmgröße. Ja. Ja, also wenn man halt ein relativ großes Smartphone hat, was hier in das Cardboard-Keim reingeht, dann stimmen die Abstände überhaupt nicht. Und in dem Fall, Tipp von mir, es hat eher geholfen, die Werte, die da stehen, zu verkleinern. Also genau umgekehrt, wie wenn man es erwarten würde, dass man die Screen, die Interlens Distance runterschrauben muss, statt hoch, und dann hat es gepasst. Ja. Also immer einen Wert verändern, 5 hoch oder 5 runter, und dann schauen, ob es beim nächsten Mal besser aussieht. Mit dem Abstand Bildschirm zu Linse kann man im Prinzip, wie nah man am Objekt dran zu sein scheint, verändern. Also den Zoom-Level und der Abstand zwischen den Linsen, das ist der Entscheidende dafür, dass es den 3D-Effekt gibt. Der Wert ist also der, den man verändern muss, um ein einheitliches Bild zu bekommen. Die anderen Werte sind relativ egal. Was noch eine Rolle spielt, sind diese Koeffizienten K1 und K2. Wenn man ein Viereck oder ein Würfel im Viewer anguckt und da scheinen die Seiten rund zu sein, dann sind die verzerrt und dann kann man über diese K1 und K2 in vertikaler und horizontaler Richtung diese Linien wieder gerade biegen. Ja, das ist aber erst der zweite Schritt. Der erste ist, die Bilder so zueinander zu kommen, dass man es wirklich als ein 3D-Bild sieht und nicht als zwei getrennte Bilder, und das macht halt diese Interlens Distance, das ist der entscheidende Parameter dafür. Gut, wollte ich noch erwähnt haben, weil meine Erfahrung ist eben, man packt diese Brille aus, setzt sie zusammen, steckt das Smartphone rein und ist dann enttäuscht, dass es entweder macht Kopfschmerzen, weil man schielen muss, oder man kriegt kein 3D-Bild zustande, weil halt die Abstände einfach nicht stimmen. Zumindest mal, wenn man kein Smartphone mit der Standardgröße hat, wie groß wird die sein, ist man wahrscheinlich so iPhone-mäßig.
Sobald es größer oder kleiner ist, stimmt es halt nicht mehr mit dem Bild überein. Okay, Viewer Profile Generator für Cardboard. Gut, was machen wir jetzt, Helmut? 17:20 Uhr, dürfen wir aufgeben. Okay, alles klar. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.